Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand Showdown. Wie schaust du hässlich aus? Wieder mit Skuldur an meiner Seite, als Frau diesmal. Und ja, wir haben wieder neue Charaktere, unsere Stufe 22. Das ist richtig genervt. Ja, wir haben wieder neue Charaktere. Ja, unsere Stufe 22 Charakter, den in der letzten Folge, wo wir schön gewonnen haben und so, der ist gerade gestorben. War an und für sich eigentlich eine schöne Runde, schön begonnen. Und am Ende, da waren zwei, ey, die waren so gut, ey. Und ich habe die neue Waffe, die Martini-Händel. Und hier ist wieder ultra laut. Aua! LOL! Ich mir nicht, dass es da noch eine Frau gibt. Wo denn? Nee, oder? Das war doch auf dem Netz. Ach, da wäre eine Laterne gewesen. Ich hätte vielleicht sie verbrennen sollen einfach. Medic! Oh. Geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Was? Ja, aber man merkt, wir haben nicht so gute Kartenkenntnisse. Nee. Wir und haben uns... wir werden richtig gut im Spiel, wenn wir dann jede Location kennen und wissen, wo man sich gut verstecken kann, wo es sich die anderen aufhalten könnten. Aber da ist irgendwie noch... Wir spielen schon echt lange Hand, aber so weit sind wir irgendwie noch nicht. Gar nicht. Ja, toll, ey, ach. Das warst du hoffentlich. Ja, ja. Ich hab da zwei niedergebrannt. Ja, da ist so ein fetter Typ direkt beim Hinweis. So, kacke. Arsch. Was, wo bist du denn? Komm, in den weglocken. Ja. Mach schnell. Wie bist du da überhaupt hingekommen, ey? Ach, durch die Leiter hier. Ach, das bist du bei mir. Na gut. Einer tut ihn einfach ablenken. Wow! Hol schon den Hinweis. Ja, warte, das sind kleine Viecher. Jetzt geht's. Oh, das ist noch ein großer. Ja. Haben. Oh Gott sei Dank. Ich habe eine. Ist eine Blendgranate? Da ist so ein Ding. Ja, Blitzbombe habe ich, also eine Blendgranate, oder? Oh, nice. So und. Weg hier. Ach ja. Also dann dadurch. Einfach weg hier. Hier war es ganz blöd. Ja, in der. Die sagen es überall. Hier ist es blöd. Hier ist es blöd. Ah, hier fliegt sie nicht sicher. Ja, in der letzten Runde, was der Skull gemeint hat gerade, war, dass wir. Ja, wir waren im Haus eigentlich im Vorteil mit Schrotflinte. Ich mit Schrotflinte. Ich weiß gar nicht mehr, was du hattest so. Aber die waren außen, wir eigentlich voll im Vorteil. Wir hatten auch, also bei uns war auch die Beute. Wir haben es aber nicht holen können, weil die ein bisschen zu offensichtlich lag. Aber die haben uns dann, also ein Skull haben es anscheinend wirklich durch so einen Schlitz vom Holz irgendwo erwischt. Und wir haben es nicht gecheckt, woher er jetzt ihn erschossen hat. Und dann bin ich ewig lang drin gewesen und hast du nur sein Hin- und Hergerenne gehört. Und ja, irgendwann mal dachte ich mir, weißt du, jetzt probiere ich es mal, weil der die ganze Zeit hin und her rennt. Und was war dann? Natürlich auch ich direkt durch den Schlitz, sofortiger Tod. Es war sehr ärgerlich. Oh. Aber gut, man konnte halt. Irgendwie habe ich gerade. Toll. Hey. Ich habe mich zweimal daneben geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Also, wenn du irgendwas zum Heilen findest. Super, scheiße. Oh, ich glaube, soll ich jetzt mich kurz heilen? Wieder so. Würde mich zum Beispiel jetzt jemand anschießen mit der Waffe davor, wäre ich jetzt tot. Ja, wie wahrscheinlich ist es hier, ist aber auch kein Wagen oder doch hinter uns wäre ein Wagen. So, magst du da nochmal zurücklaufen? Oder? Ne, direkt vor uns ist doch einer. Hä, wo? Ah, lol, den so habe ich nicht gesehen. Der Pfeil ja, ne, weil der die Schrift von dem. Oh Gott, sind doch viele kleine Viecher. Erstmal die Fackel ist weg. Oh, ich hab keine Ausdauer. Oh, ja, Hilfe. Au, was? LOL. Die hat bei dir vorbeigeschlagen und hat mich erwischt. Ich brenne. Alter, ich verkack's dir gerade gegen die einfachen Viecher. Ich seh's, ja. Was hab ich noch bekommen? Eine Gegengiftspritze. Nice. Aber schwach. Ich hab einen. Also hier kämpft doch schon wer, oder? Und eine Schwarmbombe. Der Sauna. Ah, noch einer. Wow. Der muss saunah sein, weil du hörst es hier so hardcore kämpfen. Wahrscheinlich hier.
das wäre. Das wäre geil, ich würde gerne die ganzen Granaten los haben. Ich bin echt voll ausgestattet hier. Ich scheiße es auf die Krähen, okay? Ach, hier. Ich kenn's doch. Hier ist schon wieder ein Item. Ne, ich kann hier. Warte. Kannst du mal da bitte aufnehmen? Hm? Item? Ja. Ich, ach so, nee, ich bin schon ran voll. Ah ja, ich eben auch. Wie lange wirkt denn so eine Gegengiftspritze? Schwach? Ist sie nur zeitlich begrenzt, oder? Schwach sind, glaube ich, 3 Minuten oder sowas, ne? Ach so, okay. Die hält nicht so lang. Hörst du, aber das anscheinend nicht. Okay. Ah! Was? Oh Mann, ey. Ja, ja. Alter, ich verliere schon wieder extrem viel Leben. Ey, ich. Wo ist die denn? Die Hüfte läuft ja gerade mal richtig scheiße, ey. Schon wieder ein Lebensbalken weg. Ich fasse. Alter, kill die halt. Ja, wo ist die denn? Ich finde die nicht. Da oben. Da oben ist Leben, sehe ich gerade. Oh, verrückt. Ah, die bräuchte ich auch. Ich muss da auch mal hoch. Wie kommt man da hoch? Hä? Lol. Oh Gott, ey. Wie scheiße. Noch offensichtlicher könnt ihr ja nicht oben sein hier. What? Gruselig. Moment, da fliegt gerade ein aus. Vögel? Ja, und Feuertypi, der gerade ausflippt. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ich bin hinter dir. Das sind auch Raben, die will ich jetzt eigentlich ungern aufschrecken. Die kommen vielleicht hierher, ne, zum Hinweis. Das Problem ist, wir sehen es jetzt nicht, wenn es rot wird, aber sie schon. Die Graben könnten auch aufgeschreckt worden sein wegen dem Feuertyp und der Feuertyp könnte wegen uns oder irgendwas anders. Ja, das kann schon sein. Das muss jetzt gar nichts bedeuten eigentlich. Ach lol, du kommst ja durch hoch. Nice. Weil ich sehe hier auch nichts. Der Feuertyp hier, siehst du irgendwas, was du machst? Oder läuft schon im Kreis rum? Ich sehe den gar nicht. Ich sehe den gar nicht. Wo ist denn der? Ja, komm, geh mal weiter. Schon, oder? Ich glaube, das war so ein Fehlalarm. Ja. Weil wir hätten dann schon was gehört, glaube ich. Aber da kämpft schon wer hoch in die andere Richtung. Die Raben waren halt so auch schon wieder nicht bei dir, oder? Doch. Die waren, glaube ich, schon wegen mir. Naja, geh mal einfach in diese Richtung und dann ist gut. Oh Gott. Mhm. Also ein Bajonettengewehr ist eigentlich echt praktisch. Ja, stimmt, das habe ich ja auch. Lol. Ich verliere. Ja. Muss man hier durchs Wasser? Aber wie macht man das eigentlich so? Einfach normal. Geht das? Ja. Also es wird jetzt demnächst mal wahrscheinlich Verbannung gestartet werden. Ich denke auch. Ach, da ist der Kirchturm. Ach, dieser komische Turm, ne? Ha Gott, zack. Lol. Gefährlich. Gefährlich, aber man ist ja eigentlich gut versteckt. So ja, der Nebel ist gut. Als wenn es jetzt nicht direkt irgendwie in unserer Nähe sind, dann. Ich wollte gerade sagen, die Verbande. Oh, Alter, das wäre weit weg gewesen. Sollen wir rübergehen zum Schlechter? Ja, oder? Komm. Wo? Was? Wo? Irgendwie das Gefühl, dass die ja schon beim Schlechter rumkämpfen, ey. Ja, aber da. Meine ich. Ja, gehen wir Richtung Schlechter. Vielleicht kriegt man da noch einen Hinweis, was das. Mag ja, die kämpfen, glaube ich, nicht mehr nur gegen den Schlechter. Ich höre doch ein Wasser. Gehen wir da wieder bei der Brücke zurück. Ist gerade voll, ich hasse es hier im Sumpf so sehr.
Das Feeling ist hier am geilsten, aber ich hasse es hier zu sein. Nein. Ah, nein. Die Schüsse sind schon nah, also. Gehen den ganzen Scheißweg wieder zurück. Jetzt kann ich, ob wir hier weitergehen sollen und dann rüber. Ich glaube schon, oder? Ist am besten. Ja. Gleich auch über diesen Sumpf hier. Boah, wenn uns jetzt welche entgegenkommen, weil die zum Meuchler wollen, Alter. Ich gucke die ganze Zeit nach rechts zu dieser komischen. So. Ich sehe das schon, das sind dann die gleichen wie vorhin. Die gehen nämlich jetzt den Meuchler und kommen dann nur schlechter. So, achso, wir müssen eher links. Oh Gott. Alter, ist wieder so Schleiße, die haben wir gerade so fett rumgeschossen. Ist ja schon fast eigentlich nach Spielekampf angehört. Hm? Sollen wir rechts bleiben, hier gleich? Ja, da so geradeaus einfach, ja. Hä, wo kommt man nicht raus? Da. Ui, laut. Laute Schüsse. Hunde, die will ich eigentlich aus dem Weg gehen. Ich laufe gerade so schnell. Oh, hier sind Raben. Ja gut, scheiß drauf. Oh, schon wieder so. Nee, komm, dann bleib ich lieber da ein bisschen in Deckung. Wo möchtest du denn jetzt hin? Dahin, okay. Ja, eigentlich zu diesem Hinweis. Ich wollte aber ein bisschen die Geräusche aus dem Weg gehen, aber keine also Chance. Dahin, oder? Ja, ja, genau. Der schafft meine Hand, glaube ich, nicht. Das mit dem Donner und Blitz, das ist so geil gemacht. Ja. Da war. Oh, ist mir eh gleich bei. Alter, hier ist überall, ey. Die Map, die macht mich psychisch fertig, Alter. Überall nur Wasser und Enten und Raben und. In jeder Ecke und sonst nur Sumpf. Und sonst alles frei hier. Ich sehe schon kurz vor dem Hinweis dann. Verbannung. Also rot ist schon mal nicht. Das heißt ja schon mal was. Das wurde aber schon mal aufgehoben. Ja. Also das heißt, jemand hat's gesucht. Oh! Oh! Okay. Also ich gehe davon aus, dass sie hier in der Nähe sind. Ja. Vielleicht sogar schon hier sind. Ja, aufpassen. Also ich würde jetzt sagen, dass wir zu diesem Hinweis gehen. Mhm. Eher rechts in den Wald rein, oder? Ja. Also zum Schlechtesten sind ziemlich sicher welche gegangen, weil der Hinweis aufgehoben war. Außer es gibt wirklich solche Leute, die sagen, oh, da wurde schon eins verbannt, da gehen wir zuerst hin. Oh, da sind Hunde. Boah, Alter, schreck mich nicht, ich sag, da ist ein Gegner. Da würde ich es nicht so ruhig sagen, ja. Da ist ein Gegner. Ja, aber mit dem Pingen gleichzeitig, das war. Moment, nicht erschrecken. Ja, wenn man wenn man dieses Doppelding macht, es bleibt nicht so lange, wie es einfacher, komischerweise. Also wenn man irgendwie Gegner pinkt, dann nur einmal drücken, nicht doppelt. Ja, wenn wir wissen, wenn wir gegen Gegner kämpfen, können wir ja nur einmal pingen. Also das ist ja dann nicht so das Ding, da wissen wir ja, dass wir. Weil wir reden ja auch um das. Es wäre eher für die Leute, die wahrscheinlich. Da hinten ist ein Fertyp. Ich glaube eher, das ist für die Leute, die nicht in Discord reden. Mit random spielen. Wo ist denn der Scheißhinweis? In diesem kleinen Hütchen. Ich bin ein bisschen verwirrt, dass ja, ich auch. Schluss ist jetzt. Ja. Ganz so rumgeballert, aber. Warte, ich mag mir erstmal mich verstecken und erstmal gucken, was die anderen machen. Die gehen zum Ausgang, eindeutig. Okay.
Also einmal rumrennen. Ich find's verwirrend, dass ein Hinweis vom Schlechter aufgehoben wurde, aber dann noch nichts passiert ist. Weil wir das. Ich meine, wir haben. Ja, aber schon, wir sind jetzt echt schon lange unterwegs. Ja, weil wir die ganzen Hinweise vom Meuchler und so. Warst du gerade im Wasser? Ah ja, ja, der kommt schon. So fett bin ich auch wieder nicht. Naja, doch. Schauen wir nicht auf den Arsch. Das war doch eine Schiebetür. Oder irgendeine Tür. Oder aber wohne. Kann mich auch verhört haben. Obwohl, da vorne könnte hier schon was sein. Das wäre schon krass. Also da ist auch was offen, weiß ich. Keine Ahnung, sehe ich gerade nicht. Aber er ist hier nicht. Also. Naja. Ach, der Hinweis ist da gleich. Links. Ja, ich mal gucken, ob der schon aufkommt. Wurde schon aufgehoben. Okay, ganz komisch. Oder vielleicht die trauen sich halt echt nicht. Hä, scheiße, jetzt sind wir eigentlich einmal rumgelaufen, ne? Aber dafür haben wir gleich die Hinweise bekommen. Ne? Ja, Alter, wir haben bald echt alle 6 Hinweise, wenn wir den jetzt noch finden. Beim Meuchler waren es 2 Hinweise, ne? Nummer 2 als Hinweise. Ah ja, stimmt. Stimmt, haben wir ja nur 2 Hinweise gehabt. Okay, aber dann, was machen die anderen dann blöd gesagt, ne? Wenn die jetzt so. Außer die haben auch einen Meuchler gemacht und sind dann auch erst geswitcht. So wie wir jetzt. Ja. Okay, entkommen. Hä, nee. Nee, die anderen haben es aufgehoben, also. Okay. Achso, die haben jetzt sogar beim Auskampf. Beim Ausgang gekämpft. Ja. Boah, wie assi eigentlich. Dann haben sie noch verloren. Ja, die Armen. Ja. Hoffentlich drehen die anderen. Ist interessant, was die jetzt machen. Ob die rausgehen oder. Ich glaube nicht. Nee, ja, die gehen irgendwie. Doch. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, doch, nicht doch, das sieht gut aus. Ich glaube, es sieht eher so danach aus. Als würden sie eher nach oben gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir über die Brücke gehen sollten. Da ist aber so eine Frau gewesen, dann müssten wir schießen. Ei, was? Ja, warte, wir probieren es mal. Brücke da vorne. Oh, Gott sei Dank. Sollen wir schnell hier durchs Wasser? Nee, Wasser ist mir viel zu gefährlich. Nee, ist so laut und offen und da. Wir können aber. Hier ist aber. Obwohl, da ist überhaupt keine. Obwohl, hier könnten wir vielleicht rübergehen. Wow, hast du geschossen? Nein. Nein, hinter mir. Wo hinter dir? Ah, da ja. Renne ich gerade hin. Boah, wenn die jetzt Stufe 3er haben, dann. Weh, die Schwammdinger geht's auf mich ein. Wo sind die denn? Da waren es letztens. Ah ja, die Schwarmdinger sind da auch. Okay. Ja, ich habe gehofft, dass sie irgendwie auf den gehen. Schade. Boah, jetzt so dunkel und sowas. Ja, und ich habe keine Deckung hier. Ich renne mal ein bisschen zurück noch. Boah, aber hey, es sind keine guten Spieler. Der hat zwar daneben geschossen. Naja, du schreist nicht. Jetzt kommst du gleich von hinten. Und hol mir einen Headshot in mein Bag rein. Ich höre Steps. Kann aber auch mich irren. Weil mein Herz klopft wieder so hardcore. Dass doch da jetzt hinter uns jemand ist. Hinter uns, ja. Das hat mir aber echt Glück, muss ich sagen. Also der war wirklich in unserem Rücken. Eigentlich schon, ja. Dass er daneben geschossen hat. Aber er kommt auch nicht raus, ne? Der traut sich auch nicht, richtig anzugreifen. Ja, weil er daneben geschossen hat, gesehen hat, dass wir zu zweit sind. Hm. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
ob ich den ein bisschen pushen soll oder. Naja, pushen nicht auf alle Fälle, aber ich habe Angst, dass er jetzt ewig weit rumläuft, da habe ich immer Angst. Ja. Und dann plötzlich hinter uns ist. Deswegen gehe ich auch immer ein Stück. Hier auch scheiße. Deswegen gehe ich auch immer wieder weiter zurück, damit er mich nicht ganz so leicht umrennen kann. Weißt du, wie ich meine? Wir sind extrem weit auseinander. Ja, weil ich immer wieder zurückgehe. Aber Mondlicht will ich jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich habe Steps bei mir ganz laut. Ja, das bin ich. Oh, lol. Ja, ich habe mich ein bisschen unsicher gefühlt, wo ich so ganz allein war jetzt. Ja, ist okay. Alter, im Dunkeln, das ist... Das nervt mich jetzt, dass ich den nicht getroffen habe oder so. Ich habe den auch gar nicht gesehen, ne? Bis jetzt noch keinen einzigen Gegner gesehen. Krass eigentlich. Ich habe nur die... Feuermündung gesehen. Gut, also die anderen zwei sind raus. Ja. Dann haben wir hier. Dann haben wir die anderen zwei sind tot, weil die haben ja die Beute von denen aufgehoben. Ich bin mir nicht sicher, ob er sogar vielleicht allein ist. Das kann schon sein, was ist denn so vielleicht angegriffen? Oder sie waren später auseinander. Das kann auch sein. Oh, der Blitz, Alter, holy shit, gerade voll geblendet. Aber ich würde das vielleicht gar nicht so lange rumkämpfen, sondern vielleicht sogar wirklich. Vor allem hier kann ich eh sehr schlecht kämpfen, weil hier ist auch so dunkel. Ich sehe meinen Kim und Korm kauen. Ja. Sollen wir noch sollten wir eh weiter hinter. Noch weiter hinter, weil da wäre ja die Ding, die Brücke. Ja. Aber trotzdem schön aufpassen, nicht, dass die denken, dass wir über diese Brücke gehen. Coverfire. Warte, ich versuche es einfach echt ein bisschen offener rum. Dass er vielleicht sogar mal schießt oder sowas, dass man ungefähr wissen, wo das ist. Hä? Lol. Da liegt eine Leiche, das weißt du schon. Jägerleiche. Was? Oh! Was hat der für eine Waffe? Oh. Boah, du traust dich. Komm, der ist bereits geplündert. Okay. Krass. Krass, dass der noch nicht gemacht wurde. Das ist es in. Interessant, also das, wie hat sich das hier abgespielt? Das wäre mal voll interessant, ne? Wo läufst du jetzt hin? Ich gehe einfach nur ins Gebüsch, deswegen. Hast du die Brücke im Blick? Nee, gar nicht. Nicht, dass ich... Okay, nicht, okay. Da muss ich weit in beide Seiten gucken. Ich gucke ein bisschen unten. Ja, jetzt habe ich die Brücke im Blick, aber ich sehe nicht, wenn sie rauflaufen. Ich gucke nur ein bisschen unter der Brücke. Achso, na gut. Ja, aber ich würde mich da jetzt nicht verkämpfen eigentlich. Nee, machen will ich ja gar nicht. Wir laufen ja eh nicht großartig rum. Wir laufen eh relativ viel rum. Obwohl die auf uns geschossen haben. Ich will jetzt mal Richtung letzten Hinweis gehen. Ja, den werden die vielleicht abcampen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich gehe auch mal so, ich gehe mal hinter. Weil es ist eh nebelig. So leicht sehen sie uns nicht. Wo ist denn da jetzt hin? Also, dass man die total aus dem Blick verliert. Ja, die könnten ja auch schon himmelweit gelaufen sein, ne? So ist er nicht. Ja klar, der könnte schon längst beim Hinweis gewesen sein jetzt. Und wir sind hier jetzt richtig offen, denn das ist richtig behindert eigentlich. Komm her, komm her, komm her. Ich mag dich nicht. Komm her. Ich mag jetzt nicht so im offenen Feld töten. Ich mag, dass die herlocken. Hunde? Oder ein Hund? Komm her. Okay. Lauf mal weiter. Also der ist auch bei uns der Schlechte. Kriegen wir ganz so diese Meldung. Wo ist der letzte Hinweis? Ja. Alle gut, aber wenn wir jetzt hier drin sind... Alle Viecher. Normalerweise, also die sind noch nicht hier. Weil sonst wäre es ja rot gewesen, oder? Oder? Oh, Vorsicht, das ist ein Feuertypi. Er kommt gleich. Ja, ich hab Schlagring. Ich beschütze. Lol. Bei mir war er gerade verpackt. Haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss aber aus dem Mondlicht noch auf die freie Fläche weg. Weil hier sind zu viele. Wir räumen eigentlich gerade für die auf. Habe ich das Gefühl. Der Fette ist noch da. Wo ist eigentlich der Hinweis? Da hinten. Also müssen wir eigentlich in die Richtung.
drehen. Oh, ja gut, es hilft einfach nichts, oder? Alter, wir machen wieder so einen Lärm eigentlich. Weil wir da nicht reinkommen. Ich verstehe nie, wie die da immer reinkommen, ohne irgendwas zu killen oder so. Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht mal... Ach, scheiße, sowas. Nein, ich hab daneben. Wow. Lol. Wow, da ist noch einer. Ah, lol, wo kommt der her? Lol. Scheiße, deck mich kurz. Wenn die jetzt angreifen, das wäre wieder so Standard-Pech für uns. Sollen wir da rein? Hier, wir leben übrigens, wenn's wäre. Nee, bei mir passt. Boah, nee. Aber eigentlich müssten wir das doch jetzt mitbekommen, wenn... Oh, jetzt. Oh. Jetzt. Sollen wir wieder raus? Hm. Sollen wir jetzt mal... Ah, scheiße. Geh mal rein, oder? Sicherer. Oh. Danke dir. Ich vergesse immer, dass ich hier Dinge... Also, die sind jetzt... Das wäre wahrscheinlich der zweite. Also, die haben auch lange gecampt. Ich könnte vielleicht irgendwie gucken, dass ich hochkomme und vielleicht aus dem Fenster rausgucken könnte. Das wäre nice. Hä? Was? Was geht jetzt ab? Oh Gott, du bist auch schon oben. Lol. Ja. Voll geschockt gerade. Nicht erwartet. Achtung, hier liegt Glas, dass nicht draufsteigen. Ich höre die doch, oder? Ich weiß es nicht. Doch, doch, ich höre die doch. Weißt du, jetzt, wo sie reingehen, habe ich keine... Es geht zu viele Treppen nach oben, das ist ja furchtbar. Ich habe keine gute Position. Weißt du, immer die Gegner, immer perfekten Loch oder was weiß ich, um alles abzuheben. Ich habe hier keine Position, keine ordentliche. Ich auch nicht. Wie dumm einfach. Aber ich darf keine Steps machen, weil die haben keinen blassen Dunst, wo wir sind. Das ist eigentlich unser Vorteil, blöd gesagt. Ich sehe das schon, die kommen genau hier hoch, ganz heimlich, als hätten sie sofort gewusst, wo wir sind. Ich spiele auch das erste Mal mit dieser Waffe, ich weiß nicht, wie stark die ist, wie oft ich treffen muss, ob das ob ich nach jedem Schuss nachladen muss, ich hoffe mal nicht. Aber wobei... Siehst du da unten? Ja, da ist eigentlich ein Ding, ne? Ich muss jedes Mal repartieren, oh Gott. Aber gut, da hoffe ich eigentlich, dass die auch dementsprechend stark ist. Habe ich bei der Springfield auch gedacht. Mhm. Aber die Martini Henry ist ja noch mal ein bisschen stärker als die Springfield. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht geguckt habe, wie stark die ist, weil die Standardwaffe war von dem Charakter. Also Schaden 143 macht sie. Also ein bisschen stärker als die Spring. Nee, nee, nicht Spring, die, sondern die... Das Schweizer Gewehr da. Also die Wetterli. Die Wetterli, genau. Toll, jetzt verkämpfen wir uns aber wieder. Ja, ich weiß. Weil ich eigentlich Hoffnung gehabt habe, dass die auch hier reinkommt, durch Zufall vielleicht. Aber wir hier auch nirgendwo rausgucken können, aber wenn wir runtergehen, ist genauso kacke. Weil ich gut, aber die werden jetzt definitiv beim Hinweis sein. In der Nähe irgendwo. Wo ist denn der Hinweis eigentlich? In diese Richtung. Ich gehe mal runter, kommst du mit? Ja. Das glaube ich gar nicht, weil ich gehe mal davon aus, dass die auch denken, dass wir den Hinweis abaimen. Kann mir auch vorstellen, dass die so denken. Ketten? Hier kann man rausgucken. Ah, der ist ja direkt bei uns, ne? Ich höre den ja rumlabern. Ja, da hinten. Warte, ich hab da hinten läuft er. Ich hab ihn gerade vorbei. Achso, nicht der Gegner, sondern das Monster. In der Scheune ist er. Ich sehe extrem das Licht hin und her wackeln. Also vielleicht habe ich Hoffnung, dass er dort. Ich kann genau auf eine Tür dorthin aimen. Also vielleicht genau. Gehst du gerade durch Ketten? Nee. Boah, die sind echt laut. Ich schwöre Gott, wenn der jetzt oben ist, fress ich einen Besen.
Alter, das ist echt laut. Der ist wirklich sehr nah an die Ketten. Aber das könnte auch eher der Ding sein. Ja, aber jetzt immer wieder. Ja, ja. Oh, der Blitz. Oh, das ist jetzt richtig scheiße. Das ist jetzt wieder so ein... Der kämpft sich so lange, bis wir irgendwo vorbeilaufen und... Wieder das Geduldsspiel, ne? Schon wieder so ein ewig langes Match. Das wäre jetzt interessant, ob der wirklich nur alleine ist. Nee, glaube ich nicht, weil das hat ja dreimal hat das dumm gemacht. Ja, aber kann das sein, wenn man immer wieder rein und raus. Ja, wenn er ein bisschen, ja, stimmt. Der ist ja ein bisschen. Das habe ich. Oh! Von auch öfters. Ein Schuss. Zwei Schüsse. Vielleicht kämpft er ja doch. Also, ich bin jetzt unterm Haus. Also, guck mal, hier geht's ja runter. Also, ich glaube, er kämpft gegen das. Oder es sind Fake-Schüsse. Kann sein, ja. Hier kannst du gut rausgucken. Kannst du auch nicht. Oh, das Viech sehe ich eigentlich ganz gut. Und solange der eigentlich nicht ausflippt. Ah, hier ist ja geil. Hier ist ja voll geil. Hier ist geil, ja. Wir haben die Tür im Blick. Also eigentlich entweder ist er wirklich auf der anderen Seite vom Haus oder es waren so Fake-Schüsse. So, ey, ich kämpfe gegen den. Boah, das ist eigentlich auch nicht so blöd, ne? Einfach in der Gegend rumballern. Gut, aber er ist schon ein bisschen. Aber der kämpft nicht gegen den. Nee. Weil ihr müsst wissen, Schüsse zu orten ist jetzt nicht meine Stärke. Das liegt aber auch teilweise an deinen Headsets, habe ich gesagt. Nee, schon lange nicht mehr. Das kannst du nicht mehr sagen. Ach stimmt, doch. Ich habe ultra gute Sennheiser-Kopfhörer. Oder oben wäre sogar so eine Lücke. Aber ich bin einfach trotzdem einfach ziemlich schlecht darin. Was hat er, glaube ich, einen? Was? Cool, nee. Er läuft immer noch komisch rum. Ich hätte auch so eine Bombe, ne? So eine Half-Bombe. Also wenn du genau weißt, wo er ist. Aber er muss wirklich weit weg sein. Ja, ich habe auch extrem viel Zeug dabei, also ich bin voll ausgerüstet. Also ich habe richtig Angst vor dem von der Hive-Bomb, weil... Ja, weil die gehen auch auf dich. Ja. Wenn du die echt kacke wirst. Das habe ich einmal verwendet und das war irgendwie im Gebäude, blöderweise. Und da habe ich irgendwie daneben und dann war das voll negativ für mich. Aber dass wir wieder so Pech haben, ne? Dass er wieder auf der anderen Seite und nicht hier einmal... Ich wäre echt viel im Blick, ne? Also so ist nicht... Dass wir einmal Glück haben, dass die hier vorbeiläuft oder so. Ich mag aber auch nicht rumschleichen, weil wenn. Also nicht rumgehen oder rumschleichen. Weil bis jetzt hat er echt keinen blassen Dunst, wo wir sind. Ja. Da habe ich eigentlich die Hoffnung, dass sie hier mal vorbeiläuft, per Zufall. Ja, ich auch. Sehr laut. Der war vielleicht. Ja, aber drin ist es auch nicht. Der hat da irgendeine Tür offen und schießt vielleicht rein. Oh, das war, glaube ich, von dort. Ich habe da irgendwas gesehen. Hä? Holz? Der ist drin. Ich höre Schritte. Der ist drin. Oh, das sind doch zwei. Sollen wir irgendwo anders hingehen oder sollen wir? Ich gehe über die Heuballen hier rein. Kann man das hier machen? Geht das hier nicht? Du bist extrem laut, wenn du springst, ne? Das weißt du schon, oder? Hier ist eine Treppe. Hier ist eine Leiter, meine ich. Aber einer läuft draußen, oder? Nee, deck mich. Ich deck dich. Ich komm mit. Oh, ich sehe einen. Nee, doch nicht. Aber ich habe Rauch gesehen. Ach, das ist wieder hier, da wo wir die letzte Runde gestorben sind. Lull. Oh, da kann man gut runterschauen. Das kann... Da wäre der Hinweis übrigens gewesen, er ist rot. Ich sehe ihn. Der wird verfolgt. Fuck, ich mich. Genau. Kann nicht schießen. Lukas. Hast du ihn getroffen einmal? Ja, haben. Jawohl, sehr gut. Brandbombe? Der ist aber so eine fette Lücke, irgendwie komme ich da nicht durch. Zünd ihn an. Diesmal gehe ich hier nicht runter. Kannst du so knicken. Vielleicht war der doch allein. Ne, es waren schon zwei, ne? Das waren zwei.
Ich hätte gerne jetzt eine Falle oder so. Damit ich hier die Treppe... Ah, ich glaube ich... Nee, das ist der Fette, das sehe ich schon. Wo war denn der Schlitz, von dem wir gekillt wurden? Der ist nicht hier bei der Leiter da. Ah ja. Krass. Wir könnten den Hinweis immer noch aufnehmen. Ja, genau, weil ich da jetzt rausgehe und einen Hinweis aufnehme. Also hier ist die Tür offen. Die Tür ist hier offen. Ja. Ah! Das gibt's nicht. Das ist genau der gleiche Schlitz gewesen, glaube ich. Der hat aber eine sehr Distanzwaffe, also mit riesen Fernrohr. Warte, ich mach mal... warte, Tötungsansicht kann ich nicht. Das gibt's nicht. Wieder One-Hit? Wo? Ey, dass ich wieder so Pech hab. Nicht nervös werden. Achso. Der ist wieder runtergelaufen. Scheiße, ich hätte ihn pushen sollen. War der oben? Ja, der war direkt da. Hey, wie ist der hochgekommen? Achtung, Dynamit. Oder? Ja! Hab ihn! Ja! Hol mich schnell. Nice. Nice. Tun wir uns mal schnell den Hinweis. Ja, unbedingt. Danke dir. Hä? Warum? Achso, weil ich wahrscheinlich wiederbelebt wurde, oder? Was? Ja, weil ich wieder den Hinweis bekommen habe, dass Spieler in das Gebiet reingekommen sind, aber das war wahrscheinlich, weil... Achso, ja, ich habe da nichts bekommen. Ich hole den Hinweis. Ja, und hast du irgendwo Leben? Siehst du irgendwo Leben, vielleicht? Ah! Ha, lol. Ich hab geschossen, keine Sorge. Ach, da ist er. Ja, oh, lol! Lol! Die hat mich getroffen an der Leiter! Lol, ich bin gleich tot. Holy shit. Ah, Heilung. Okay. Das war jetzt aber richtig dumm von dem anderen. Der hat doch... Ja. Hat der nicht gewusst, dass... Ja, ich weiß nicht, das war... Aber wo war der? Weil ich hab hier... Er war genau hier. Er war genau hier. Ah, lol, wie ist der hier hoch? Ach, und ich war Leiter. Hier gestanden. Boah, da ich hast hab du gehofft, so dass er vielleicht... Ach so, ja, weil ich gerade hier und ich wollte diesen Schlitz abaimen. Deswegen bin ich so rumgegangen. Aber es war jetzt irgendwie meine Hoffnung, dass er vielleicht versucht, den anderen wiederzubeleben. Ja, hat ja auch dass funktioniert. Er nicht schnallt, dass ich, weil Mission. Ich laufe da. Aber wir. Ja, die haben es guten. Töte du den mal, ich bleib mal hier oben. Sicherheitshalber. Hat, haben gute Arbeit gemacht. Ja, ja, das sehe ich schon. Ah, warte, ich würde gerne leichter. Nee, ich geh doch mal runter. Versuch mal nicht die Leichen von denen anzuzünden, weil irgendwie habe ich Hoffnung, dass. Jawohl! Boah, geil! Oder? Oh nee, das war nicht tot. LOL! Alter, ich habe so fett Schaden bekommen. Wie ist denn das passiert? Also, das fette Dynamitbündel da. Ah, da brennt ja alles. Wo ist der denn? Das war übrigens in der letzten Aufnahme, sag ich mal, die wir nicht hochladen. Hier ist das Skull gestorben und ist durch diesen Schlitz getötet worden, von da oben. Also durch... Vorsicht, ja, komm zu dir. Ja, ich seh's. Ah! Ich muss ja nachladen! Tot. Fast perfekt. Wo waren die Leichen? So, aber jetzt bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass keiner... Der ist ausgebrannt und der andere... Es kann ja nicht ausgebrannt sein, oder? Nee. Ja, ist er. Perfekt. Aber die waren auch die Jäger 3, ne? Schau dir den Charakter. Ja. Was hat der für eine Waffe gehabt? Echt eine Sniper oder was? Ja, ja, der hat wirklich eine Sniper gehabt. Boah, ich hätte den echt pushen sollen irgendwie. Ja gut, hat ja so jetzt auch funktioniert. Jetzt lieber so anstatt... Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir alleine auf der Map sind. Die anderen wären schon lange gewesen. Ich bin mir jetzt... Wären wir wirklich fast ganz safe. Sehr, sehr safe eigentlich. Also ich würde da auch direkt dann zum Ausgang. Eher da unten rechts. Ja. Ja. Hier mache ich mal zu, sicherheitshalber. Ja, hast du gute Arbeit geleistet. Bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Du bist ruhig geblieben. Hast immer noch die Leiche. Oh, ich habe mich gehasst, dass ich durch die Ketten gelaufen bin. Aber er hat es irgendwie nicht geschnallt. Er hätte wahrscheinlich gedacht, dass vielleicht das der schlechter war. So. Aber krass, weil... Ja gut. Dass er dann in, naja, aber es ist schon riskant, ne? Ein Killen und dann
direkt den anderen wiederbeleben. Ja. Gut, vielleicht hat er gehofft, dass... Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er... Ja gut, oder er hat wirklich nicht gewusst, ob das jetzt ein oder zwei war. Ja gut, aber dann ist man... Vor allem, weil ich halt mich dann gar nicht bewegt habe. Nee, du warst... Sowas, ne? Wir waren ja eh saustill, ne? Eigentlich haben wir... Und unsere Schüsse waren auch nie gleichzeitig. Ah, du hast einmal geschossen. Ich hab schon überlegt, ob ich da nach hinten schauen soll. Weil du... Gesagt, ah nee, hinterm Heuballen bin ich eigentlich ein bisschen sicher. Ja, ja, aber das auch gut, dass du mich dann da um die Ecke gehst. Ja, das war halt blöd, dass er dann mich genau dort erwischt hat. Aber eigentlich wieder Pech, also wirklich ja. Wieder Time. Ja, genau, Time. Eigentlich mega Time-Pech, ja. Pech. Richtig blöd. Blödes Time-Luck. Time-Luck! Genau, das ist krass. Achtung, ich schieß. Time-Luck. Oh mein Gott, oh mein Gott! Lad nach. Alter, das Nachladen bei der Martini Henry dauert echt ewig, ne? Der lädt die einzelne Kugel nach, ey. Holy shit. Ja, ist bei der Springfield auch so. Ja, aber das dauert ewig. Okay, passt. Perfekt. Hier ist Muni. Muni. Ah ne, mein Muni ist voll. Oh, ja, aber das ist, den ging es aber gerade ein bisschen wie uns letzte Folge. Also ja. Nicht letzte Folge, ihr habt es ja nicht gesehen, aber im letzten Match. Weil jetzt, genau, jetzt kann man das eigentlich richtig zeigen eigentlich. Wo waren das? Hier? Ja. Wir haben hier gespielt. Also hier waren Gegner dann. Und ich bin da rumgelaufen, wo er jetzt steht. Und er, der Max, also der Skull war hier. Und hat immer wieder so geschossen und der wurde dann mal richtig erwischt. Dann wollte er sich heilen, hier in der Ecke. Und dann wurde er erschossen und wir haben nicht gewusst, woher. Nicht gewusst. Und ich bin da halt die ganze Zeit hin und her gerannt. Und draußen ist die ganze Zeit auch einer hin und her gerannt. Und ich mit meiner Schrotflint immer wieder mal dahinter geguckt. Und dann war hier ja diese Tür. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass die herkämmern. Oder ich, gut, hier war es nicht. Aber raus habe ich mich auch nicht getraut. Genau, und dann war der Fall... Dann habe ich draußen die ganze Zeit da hinten Schritte gehört. Nach mir, weißt du was? Hier kann ja nichts sein. Schaut euch das an. Wenn ich hier bin, der kann mich hier nicht killen. Woher? Das Einzige ist hier. Aber hier kommst du ja auch nicht hin eigentlich ohne großartig von innen. Weil hier ist ja auch ein Hof abgesperrt. Und wie war das dann der Fall? Warte, ich nehme schon die Trophäe ein. Aber wie war das dann? Ich habe mich hierher und auch sofortiger Tod. Ende der Geschichte. Der saß hier oben mit der Schrotflinte. Hier. Durch diesen Schlitz. Ja. Und wie war es bei mir? Ich will durch diesen Schlitz gucken, ob er sich vielleicht hier verkämmt. Was passiert? Er ist oben und gibt mir mit einer Sniper. Direkter Tod. Ach krass. Hier wäre er auch reingekommen. Ja. Hier. Nee, der andere ist ja hier die Leiter wahrscheinlich hoch und hat dann hier durch diesen Schlitz da geschossen. Oder war er vielleicht hier gestanden sogar? Boah, aber guck dir das mal an. Nee, dort, weil du standst ja hier und hast die andere Tür hier hinten geaimt. Die da. Ja. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass hier jemand reinkommen kann. Da wäre ich aber wirklich... Achso, das hast du gewusst. Ich wäre da schon extrem perplex gewesen. Ich meine, das ist ein Hint da. So, ich schau lieber nochmal. Nee, ist gut. Naja, gehen wir zum Ausgang, oder? Ja. Weil ich meine, 43 Minuten ist wieder so eine ewig lange Runde, aber das ist, naja. Bei Hannes ist es gar nicht so schlimm. Interessanterweise, wir haben aktuell ein Spiel, ich sage jetzt noch nicht welches, weil ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vor dieser Folge oder nach der Folge, wir haben ein Projekt laufen, ich sag's mal so, und diese Folgen, eine Folge, die braucht so viel Speicherplatz. Ja. Und die denken sich, wow, heftig. Und die sind aber kürzer wie eine ganze Handfolge. Und jetzt, wie kann man sagen, nicht so detailhaft und aufwendig wie Hunt Showdown. Yep. Und verbraucht einfach Unmengen mehr Speicherplatz. Also echt doppelt. Doppeltes Speicher eigentlich. Noch mehr. Eigentlich schon, ja, fast. Über das Doppelte eigentlich schon, ja. Es ist krass, obwohl die wirklich Videos eigentlich um, doppelt so lang, obwohl Hand doppelt so lang ist wie die, also die 30 Minuten Videos halt wieder, circa, manchmal auch ein bisschen Überlänge, aber holy moly, ist schon hart. Oh, ich bin so froh, dass die anderen jetzt rausgegangen sind. Ich auch. Oh, endlich mal wieder eine erfolgreiche Runde, Lustig, aber wir haben ja immer, wenn wir Stufe 1 Charaktere haben, haben wir eine erfolgreiche Runde, ist schon mal aufgefallen. Sobald wir mit den anderen rumlaufen, ja, meistens echt. Sofortiger Tod. Also Martini Henry,
ist gut, sehr genau, schöne Kimme und Chor, das muss ich sagen. Spielt sich schön, aber dieser eine Schuss ist halt wirklich sehr... Ja, wenn du einen Headshot dadurch hinbekommst... Ja, ich weiß nicht, 143, ich weiß nicht, ich habe ihm jetzt keinen Headshot gegeben. Er war sofort tot, aber du hast ihn ja vorher erwischt, ne? Ja. Jetzt wollte ich mal... Warte, den hinten nicht erschießen, ich mag ihn mal von hier anhitten. Achso, das ist so ein Feuerfuzzi. Oh, da ist die Frau. Welche Frau? Oh, nein, Scheiße. Welche Frau denn? Den Feuertypen nicht. Ach, die da. Da jetzt. Da, da. Lol, okay, schön. Warte, ich schieß mal... Nee, also das ist kein One-Hit. Vor allem das Nachladen dauert einfach wirklich lang. Warte, ich kann es dir mal zeigen, wenn ich schieß. Ich sag dir, wann aufhört nachzuladen, ne? Jetzt bin ich wieder schussbereit. Na, das sehe ich. Das ist, dauert echt sehr lang. Aber genau ist sie. Aber halt. Lol. Ultra genau. Ist halt wirklich sehr auf Fernkampf durchdacht, ne, die Waffe. Und was heißt sehr Fernkampf? Es ist halt, ich weiß nicht, mittlere macht vielleicht One. Er ist ja auch nicht umsonst wahrscheinlich ein Scharfschützengewehr in Battlefield 1. Stimmt, ja. Aber sie ist sehr, also die Kim und Korm gefällt mir. Sehr schön. Okay. Ja, schau ich mir dann auch mal an, irgendwann. Ich hab gerade so Vögel, Fliegen gehört. Willkommen auf Tier 2. Oh. Oh. Ehrlich? Jo. Stand das gerade bei dir da? Ja, hab gerade die Errungenschaft bekommen. Du nicht? Nee. Oh, dann bin ich so ein Futzel irgendwie vor dir wahrscheinlich. Nope, hab ich nicht. Weiß es aber auch gar nicht, vielleicht habe ich es auch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich es deaktiviert habe, dass ich das sehe. Kann durchaus sein, dass ich das deaktiviert habe. Ach so. Bin mir aber nicht sicher. Nee, kann nicht sein, weil ich glaube, bei Forest mal Trophäen bekommen habe. Nee, habe ich auch nicht. Dieses Bird. Ach, keine Ahnung. Doch, vielleicht, doch, vielleicht, doch, vielleicht. What are you talking about? Ach, jetzt seht ihr es ja erstmal schneien. Und vielleicht schneien. Das Sing, jetzt achtet auf Sing. Also ihr müsst, ja, ihr müsst dann auf Sing. Da ist es. Ho, 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 ho. Weihnachtsspecial. Jason Watson. Oh, Alter, irgendwie bringt es richtig Kohle gerade, ich weiß auch nicht. Jäger tötet einen gleich und einer schlechter. Das waren jetzt richtig viele Erfahrungspunkte. Holy shit. Ho, 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 ho. Ja, da so werden geil. Wir jetzt wahrscheinlich fast Level 20 gefühlt. Also ja, wir haben gerade so viele Punkte bekommen. Ja, hoffentlich. Schön. Mit dem anderen waren wir auch schon 22, den wir gerade verloren haben. In der vorherigen ja, cool, Runde. Ho, 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 ah, ho. Zum Arschleck nicht 19. 8 Punkte. Ernsthaft. Nee, ich bin nicht 34 geworden. Bist du 34 geworden? Gerade. Ja. Zum echt? Arschlecken. Nee, mir fehlt das sogar ganz schön viel. Über 200 Punkte fehlen mir da. Ja, die Runde, das war die Runde, wo du wo es bei mir abgeschmiert ist, das Spiel wahrscheinlich. Ja, das ist genau die Runde wahrscheinlich. Mhm. Ja, dann bin ich noch kein Tier 2 und du schon. Nein. Ja, aber ich werde jetzt eh kein Tier 2 Jäger kaufen, weil ich habe eh keinen Platz. Aber Geld haben wir ordentlich gemacht. Ja, also Geld und Erfahrung, ich bin zufrieden. Ja, nicht schlecht. Ich hätte sogar Fächern gehabt. Uiuiui. Das habe ich, gar nicht mehr dran gedacht. Gut, dann bedanke ich mich schon mal bei euch. Ja, danke fürs Zuschauen und ja. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.